Wir binden Kinder und Jugendliche in politische Beteiligungsprozesse besser ein, indem wir? Ja, zum einen, indem wir das Wahlalter senken. Wir wollen das gerne auf 16 Jahre senken, indem wir Kinderrechte ins Grundgesetz aufnehmen und indem wir auch Kinder und Jugendliche Selbstverwaltung stärken, wie eben zum Beispiel Kinder- und Jugendparlamente, und Kindern und Jugendlichen insgesamt mehr Gehör schenken.